Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit sehr viel Verspätung diesmal. Es tut mir leid, Freunde, es tut mir wirklich leid, aber wir sind am Start mit der Vollversion von der Maskenboss. Das ist die Vollversion, auf die ich mich quasi auch am allermeisten gefreut habe. Die kommt jetzt leider mit ein bisschen Verspätung, wie gesagt, daher, aber wir sind am Start, Freunde. Wir werden alles Weitere, was jetzt natürlich kommt, mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit begleiten. Wir haben auch noch ein Musikvideo bzw. ein Hauptvideo-Teaser, den wir uns auch noch ansehen werden zusammen. Logischerweise kommt dazu auch noch eine Reaction. Keine Sorge, müsste... Vielleicht ist es sogar schon online gekommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich hochlade, Freunde. Ich kann es auch leider nicht erzählen. Aber genug geblabbelt. Wir hören jetzt rein bei der Vollversion von der Maskenboss, Freunde. Ich freue mich einfach richtig, richtig, richtig doll auf alles Weitere, Mann. Der Output von Ju dieses Jahr war wieder insane. Das Universum wurde wieder so big. Und es macht einfach Bock, dass die ganzen Stränge, die über Jahre aufgebaut worden sind, jetzt alle langsam zusammenführen. Und dass wir dann auch noch diese Vollversion als kleinen Bonus bekommen, freut mich. Und es ist auch mega, dass Green hier sich auch noch dazu bereit erklärt hat. Ich hatte ja bei der Spotify-Party von Rezo und Ju auch mit Green eine lange Zeit gequatscht. Und ey, ich mag den Jungen einfach. Ich mag den. Ich mag den richtig gerne. Super sympathischer Dude. Green kenne ich jetzt auch schon, boah, 5 Jahre lang, glaube ich. Und immer super sympathisch gewesen. Und ja, wir hören jetzt rein bei der Vollversion von der Maskenboss. Let's go. Komm mit, Digga, du bist unser Ehrengast. Ich weiß, der Kompass ist für dich eine schwere Last. Du wolltest reich werden, aber hast es nicht geschafft. Dafür hast du was viel Größeres für mich vollbracht. Es passt halt auch so gut, also Green hat ja auch schon, ich glaube, also ein sehr bekanntes Sido-Cover gemacht und ich glaube auch ein zweites sogar, but I'm not sure. Und es passt einfach auch von dieser Stimmfarbe her, finde ich, die er an Tag legt. Der Mondschein ist der Schlüssel für den Neustart. Und nur durch dich entzünden wie das Feuer. Alles so wird krass. Erneuert. Digga, es wird heftig. Die Ruhe vor dem Sturm, der Rest ist nicht ready. Wir sind schon lange unter euch verborgen, jeder kann es sein. Wir sind viele, die die Welt von ihren Sünden befreien. Es wird Zeit, unseren Herrn zu empfangen. Nur durch ihn können wir alle Erlösung erlangen. Wenn die Mondblumen brennen. Ich habe mir das so oft angehört jetzt. Die Hook ist so stark. Die Hook ist so stark. Wenn die Mondblumen brennen, wird der Mond rot, blutrot. Und der Stein öffnet sich in ihrem Schein. Es wird Zeit, dass der Herr sich den Thron holt. Der Mann im Mond ist bald wieder daheim. Wenn die Mondblumen brennen, wird der Mond rot, blutrot. Und der Stein öffnet sich in ihrem Schein. Es wird Zeit, dass der Herr sich den Thron holt. Der Mann im Mond ist bald wieder daheim. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir hier den neuen Part von der Vollversion. Exclusive. Komm mal klar, Digga. Es gibt kein Zurück. Ihr habt schon genug zerstört, sogar euer Glück. Und unser Herr beobachtet das schon seit paar hundert Jahren und macht den Schluss damit. Zeit für euch zu bezahlen. Du kannst überleben, denn ich reich dir die Hand. Das ist deine letzte Chance, denn das Ende fängt an. Lange verborgen im Schatten vom Licht des Mondes. Doch nehmt euch jetzt die Sonne weg und ihr könnt nicht ohne. Wir sind schon lange unter euch verborgen, jeder kann es sein. Wir sind viele, die die Welt von ihren Sünden befreien. Boah, auch allein wie viel Aufwand in diesem Vollversion-Musikvideo steckt. Das ist krass, das ist einfach quasi nur ein Bonus, ein Extra, ein kleines... Und hier unten ganz kurz... es ist richtig schön, Mann, es ist richtig schön. Unter euch verborgen, jeder kann es sein. Wir sind viele, die die Welt von ihren Sünden befreien. Es wird Zeit, unseren Herrn zu empfangen. Nur durch ihn können wir alle Erlösung erlangen. Wenn die Mondblumen brennen, wird der Mond rot, blutrot. Und der Stein öffnet sich in ihrem Schein. Es wird Zeit, dass der Herr sich den Thron holt. Endlich werden wir das auf Spotify einfach in Dauerschleife hören können. Wir werden das auf Spotify in Dauerschleife hören können. Und ist das die erste Vollversion quasi, wo Ju keinen Part hat? Ich glaube schon. Der Mann im Mond ist jetzt wieder daheim. Die Mondblumen brennen, wird der Mond rot, blutrot. So gut, und der Stein öffnet sich in ihrem Schein. Es wird Zeit, dass der Herr sich den Thron holt. Der Mann im Mond ist jetzt wieder daheim. Hallo? Gehen? Okay, Ju hat doch noch was gesagt. Okay, das war gut. Ah, Comedy Gold. Comedy Gold, muss man sagen. Ah. Oh, schön. Ey, Surrealität von Green haben wir auch eine Reaction zu gemacht. Kann ich auch sehr empfehlen. Sehr guter Song geworden. Ey, ich werde jetzt mein Leben lang wieder einen Ohrwurm haben von der genialen Hook, aber es war auf jeden Fall...
Ultra Showman. Die erste Vollversion, glaube ich, wo Drew keinen Part hat, aber es hätte auch irgendwie nicht reingepasst. Hätte Drew jetzt auch noch einen Part mit reingepackt. Am Ende war es cool, dass er noch so einen kleinen Satz hatte, einen kleinen Joke gemacht hat. Ey, wunderschöner, wunderguter wahrscheinlich. Richtig, richtig starker Song. Und es war einfach krass zu sehen, dass sie wirklich so viele gute Aufnahmen, und das sah wirklich aus, also die zweite Hälfte sah aus, als ob man das wirklich aus dem Hauptvideo genommen hätte, wisst ihr, wie ich meine? Aber das waren ja nochmal extra Aufnahmen, wo sie extra nochmal rausgegangen sind, gedreht haben. Ey, es hat auf jeden Fall mein Herz bereichert, dass wir diesen Song jetzt auf Spotify haben, ich den hören kann, diese Hook hören kann. Wunderschön. Und auch cool von Green, dass er sich nochmal dazu bereit erklärt hat und meinte, okay, ja komm, ich bin nochmal am Start, ich mach nochmal hier, zack, mach nochmal einen Part, ich bin nochmal am Start zum Drehen. Auch nicht selbstverständlich, was dann dazu sagen. Ne? Von daher, ja, wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht haben wir schon den Hauptvideo-Teaser uns zusammen ansehen. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf, mit euch da rein zu diven. Ansonsten, wir schauen gerade zusammen Seven vs. Wild. Falls ihr Bock habt, schaut gerne mit. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt bitte alle so fresh und unfassbar gut aussehend, wie immer natürlich. Und sehen wir uns. Ciao.